Und damit herzlich willkommen zurück zu FIFA 20 Karrieremodus. Wir haben das letzte Spiel nur unentschieden gespielt. Das ist belastend gegen Hertha. Ist okay. Oh, hier waren gerade die Top-Transfers. Oh, ich bin der Top-Transfer mit Sané. Und dann kommt Pogba für nur 66 Millionen. Okay. Das wundert mich jetzt doch. Wir schicken hier nochmal ein paar Spieler zum Training. Willems. Dann, hey, oh Gott, ey. Bringt ja wahrscheinlich gar nichts. Auch wenn er Potenzial hat. Das wird nicht reichen, glaube ich. So, dann auf zum nächsten Spiel. Daheim gegen Schalke. Oh, hat Union Berlin. Ja, gerne. Wenn ihr wollt, könnt ihr den auch 2 Jahre haben. Der sich jetzt bei Union unbedingt so stark verbessert, weiß ich halt nicht, aber 2 Jahre. Nein, 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 Leute. Also 50-50. Der ist jetzt weg, ne? Ja. Der ist jetzt nur noch mit denen am Verhandeln, glaube ich. Keine Ahnung, wie das läuft. Naja, ist ja auch egal. Was ist hier los? Monatliches Scout-Update. Abwehrspieler, gell? Der einzige, der wirklich Potenzial hat, ist der. Aber der hat halt nicht wirklich gute Stats. Und was hat der hier im Angebot aus Deutschland? 15 Torhüter. Alles Scheiße, alles Schrott. Alles Schrott. Achso, ja, Sané. Kommt dann hier hin. Coman, komm wieder auf die Bank. Ja, genau. Können wir denn jetzt noch De Ligt kaufen? Nein, ist nicht bereit, okay. Eine Laie.
Ah. Naja, okay. So, Zentrale gegen Schalke. Pressekonferenz. Willkommen zur Pressekonferenz. Wir sind nun bereit für Ihre Fragen. Ja. Es war, glaube ich, 15 Spiele ohne Niederlage und dann kam Leverkusen. Natürlich. Ich habe nur noch 4 Punkte Vorsprung. Genau, wir wissen, wie er sich einen Sieg holt. Das war's Naja. für die. So, weil Leipzig ist uns auf den Fersen und Dortmund auch. Na gut, Dortmund hat ein Spiel mehr. Also das kann man jetzt noch nicht so als Dingens nehmen, ne? Turnus. Keine simultanen Partien, okay. Dann gehen wir mal in unser Kackstadion da. Na, dran, Ziege. Danke. Eine unheimlich wichtige Partie. Man merkt es an der Stimmung, an der Atmosphäre. Hier geht es wirklich um einiges. Kürze. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Mein Name ist Wolf Fuß. Ich werde das Spiel mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Bayern München gegen Schalke 04. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Ja, das ist eine gute Frage. Mit der besten Defensive der Liga im Rücken werden Sie hier im Heimspiel natürlich selbstbewusst auftreten. Und damit haben Sie natürlich beste Voraussetzungen für dieses Spiel. Ah, das ist unser neuer Torwart. Bayern München beginnt heute mit dieser Aufstellung. Im Tor ist Manuel Neuer. Lucas Hernandez spielt mit Niklas Süle in der Abwehr. Leroy Sané steht gemeinsam mit Serge Gnabry auf den Außenpositionen. Und ihr einziger Angreifer ist Robert Lewandowski. Robert. Sané. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Im Tor Alexander Nübel. Salif Sané spielt zusammen mit Matija Nastasic in der Los Abwehr. Geht's. Und sie versuchen es heute mit zwei Stürmern. Da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel aussehen wird. Ja.
Amin Harit. Schalke jetzt über außen. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Mario Rui. Kimmich. Aber raus hier. Sané. Guter Vorstoß jetzt. Stark gemacht, das könnte was werden. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Amin Harit. Geht dazwischen und hat den Ball. Ei. Kimmich. Lewandowski. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Oh. Was ist das denn jetzt hier? Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Super Pass. Abseits. Er ist zu früh gestartet. Ah. Goretzki. Mario Rui. Macht er gut. Das wird hier Ecke geben. Der Ball kommt rein. Vielversprechende Situation hier, aber der Ball geht leider zum Gegner. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Pavard. Frühe Flanke. Der Ball kommt rein, aber doch nicht gut genug. Ball im Aus, Einwurf für die Bayern. Eieiei. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Kai Havertz. Jetzt Lewandowski. Die Möglichkeit zu flanken. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Kai Havertz. Lewandowski. Und die Situation geklärt. Gnabry. Lewandowski jetzt. Und das ist der Ballverlust. Entschlossen geklärt. Süle. Da wollte ich gar nicht. Den Ball spielt er raus. Serge Gnabry. Goretzka. Robert Lewandowski. Die Bayern mit dem Tor. Ball macht er natürlich. Ja, das war nicht wirklich schwierig auf der Distanz. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Da ist die Freude groß, auch am Spielfeldrand. Sie liegen hier vorne und es sieht gut aus. Jawohl. Robert. Der FC Bayern damit jetzt in Führung. Aber das hat nichts zu heißen. Gegen Hertha habe ich eben auch vielversprechend aus. Er verhindert die Flanke. Führungstreffer gemacht zum 1-0 und hat dann noch das 1-1 kassiert. Also. Ey. Guter Zweikampf. Oh. Der Ballverlust. Klasse Tackling. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Wäre die Konterchance gewesen, aber sie verlieren den Ball. Und jetzt Lewandowski. Schöner Pass. Leroy Sané.
Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Kompromisslos geht er dahin, sehr gut. Ecke jetzt für Bayern München. Kimmich führt aus. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Sané. Super, klasse gehalten. Ecke kommt von Kimmich. Ja, sie können erstmal klären. Sané. Kai Havertz. Lewandowski. Vorne jetzt die Balleroberung. Robert Lewandowski. Den trifft er nicht richtig. Mann. Gnabry. Lewandowski. Er ist da und kann den Ball hier klären. Ja, und tschüss. Ab zu den Fans. Sané. Tolles Tackling von ihm. Mario Rui, da haben sie den Ball gut gemacht. Gute Aktion. Nun Lewandowski. Lewandowski. Fünfmal hintereinander ist Robert Lewandowski mittlerweile Polens Fußballer des Jahres geworden. Es ist Wahnsinn und irgendwie natürlich auch Belohnung dafür, dass Lewandowski wirklich seit Jahren konstant auf höchstem Niveau spielt. Amin Arit. Oh, und Mut bei den Fans, keine Elfmeter, enge Entscheidung. Ja, das war schon grenzwertig, gell? Lewandowski jetzt. Wenn Robert Lewandowski im Strafraum an den Ball kommt, ist er extrem gefährlich. Ja, gerade mit dem Rücken zum Tor kann er Zuspiele perfekt verarbeiten. Schönes Zuspiel. Da müssen sie aufpassen. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Was haben die denn da jetzt versucht? Sie verlieren den Ball. Goretzka. Wieder mal eine starke Saison der Bayern, oder Buschi? Ja, definitiv. Sie stehen zu Recht auf Platz 1. Das ist schon sehr... Gnabry! Guter Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie ich jetzt sehe. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Ganz stark abgeblockt. Er steht einfach immer richtig. Auch hier blockt er ab. Jetzt ist Platz für den Konter. Tja, Konterchance vertan. Die Abwehr ist wieder zur Stelle. Diese Gelegenheit haben sie ein wenig vertrödelt. Bayern München mit dem Ball gewinnen. Da gibt er zu Recht Freistoß. Okay. Kai Havertz. Habe ich jetzt nicht so ganz Hauchdünn verstanden, warum. Ist die Führung in diesem ersten Spielabschnitt. Wie schätzt du die Geschichte hier ein, Buschi? Bislang dürfen die Bayern zufrieden sein. Das ist alles sehr vielversprechend, aber noch sind sie nicht durch. Das kann alles noch kippen. Sie müssen auf der Hut bleiben. Kai Havertz. Die Bayern im Vorwärtsgang. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Der Torwart keine großen Probleme. Keine großen Probleme. Die Bayern mit dem Ballverlust. Serge Gnabry. Joshua Kimmich hat den Ball. Serge Gnabry. Und jetzt die Chance. Ein fantastisches Tor. Tor für Bayern München. Und die Bayern liegen also mit zwei Treffern in Führung. Ganz alleine macht er das. Schnappt sich den Ball und gibt ihn erst wieder her, als es aus Sicht der Abwehr zu spät ist. Herrliches Tor. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive.
2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Ja, einen guten Eindruck. Er überzeugt heute als Passgeber. Ja. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2-0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Tolles Spiel von Lewandowski. Er ist kaum zu halten. Er ist immer anspielbar und zeigt seine Torgefahr. Ein ums andere Mal getroffen hat er ja auch schon. Ja, dann gehen wir auch rein in die zweite Halbzeit, oder? So, jetzt geht's weiter mit der Partieanstoß. Schalke. Eieiei. Oh, das sah vielversprechend aus. Oh, oh, oh. Omar Mascarell. Suat Serdar. Die Voko-Regie. Der Ballverlust. Da haben die Bayern Platz. Kimmich. Lewandowski. Da hat er den Ball nicht richtig getroffen. Nicht richtig getroffen. Und hier sehen wir die nächste Bundesliga-Partie der Heimmannschaft. Mainz. Geradeaus fein. Da die kleine Erinnerung für uns, mit wem es die Schalker als nächstes zu tun bekommen. Ja, und der Torwart klärt zur Ecke. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Jetzt die Ecke. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Er trifft nicht, das war eine gute Chance. Ja, aber nicht gut genug, offensichtlich. Lukas. Sané. Jetzt haben die Spekulationen um ihn endlich ein Ende, denn er geht zu PSG. Jesus. Ein toller Transfer. Er bringt ja richtig Qualität mit. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Super dazwischen gegangen. Leon Goretzka. Jetzt vielleicht. An den Posten. Oh, Alter. Suat Serdar. Omar Mascarell. Bittere Pille. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Ja, mit viel Übersicht. Achtung jetzt. Kein Tor. Oha. Er verhindert hier den Treffer. Unglaublich, was für eine Parade. Ja, hättest du den jetzt reingemacht, dann jetzt noch ein paar Minütchen bekommen. Ecke kommt von Kimmich. Den hält er. Klasse geklärt. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Gnabry. Und jetzt Lewandowski. Ballverlust. Klasse Aktion. Lewandowski. Robert Lewandowski. Da ist der Treffer für die Münchner. Die Flanke ist schon ein Highlight, aber dann der Abschluss. Ein wunderbares Tor, das sieht man nicht allzu häufig. Tolles Monat. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive.
Eieieiei. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Das Ding ist durch, sagt er. Gregoritsch. Die Bayern mit dem Ballverlust. Gibt hier Vorteil für Schalke. Er gibt das Foul und Freistoß. Warum denn? Warum macht er sowas? Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Macht das ganz sicher. Ei. War ja wohl gar nichts. In die Mitte. Ja, sie können erstmal klären. Michael Gregoritsch. Mario Rui. Der ist zu hoch, keine gute Hereingabe. Origi. Er versucht's. Gut gehalten. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Pass kommt von Lewandowski. Serge Gnabry. Wenn er jetzt nochmal trifft, dann ist es ein Dreierpack. Hier hat es noch nicht geklappt, aber er wird noch seine Chancen bekommen. Der Ball kommt doch richtig gut rein, aber er kann ihn irgendwie nicht verwerten. Schön reingebracht, aber er kann den Kopfball nicht kontrollieren. Es tut sich was an der Seitenlinie. Bayern bringt einen neuen Spieler. Ja, Niklas Süle verlässt den Platz und David Alaba kommt rein. Jetzt brauchen sie seine Ruhe, seine Abgeklärtheit. Sie verlieren den Ball. Jetzt vielleicht. Sané macht den Treffer. Wunderbar. Auch da haben wir wieder gesehen, wie brillant er ist. Gerade auch in solchen Situationen. Debüttor von Leroy Sané. Wieder ein Tor für den FC Bayern und eine komfortable Führung jetzt. Damit ist es entschieden, oder? Zumindest sind die Bayern auf einem richtig guten Weg. Also wir haben im Fußball schon viel erlebt, aber so wie das hier heute läuft, sollten wir es packen. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Erste Bundesliga-Tor für den FC Bayern München. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Jetzt ist es natürlich leicht, das so zu sagen, aber den Spielverlauf hatten wir so erwartet, ne Buschi? Ja, bin ich bei dir. Ganz ehrlich, es gibt natürlich immer wieder mal Überraschungen im Fußball, aber an einem normalen Tag. Und jetzt die Chance. Den trifft er nicht richtig, daher kein Problem. Da haben die Bayern Platz. Franke kommt weit. Oh. Gut aufgepasst. So wird das hier nicht gefährlich. Das Spiel geht in die letzten Minuten. Die Bayern werden diese Partie wohl gewinnen. Und die Fans, die kann er natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. Goretzka. Gnabry. Und jetzt ein Schuss. Und da klingelt es im Kasten. Und damit Dreierpack von Lewandowski. Den bekommen sie heute überhaupt nicht in den Griff. Und das ist Tor Nummer 3. Eine wirklich überragende Leistung heute von ihm. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür.
26 Tore. Das ist eine beruhigende Führung für Sie. Auf dem Weg der Rekorde von Gerd Müller mit 40. Super dazwischen gegangen. Sie wenn er jetzt in jedem Spiel nur noch ein Treffer macht. 5-0 steht hier also kurz vor dem Ende. Ja. Klare Sache. Wir schauen mal, mit wem Sie es demnächst dann zu tun bekommen. Der nächste Gegner von Bayern München heißt Mainz 05. Und da müssen Sie so auftreten wie heute, dann gibt es eine gute Chance. Robert Lewandowski. Die Flanke von Robert Lewandowski. Ja. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Tolisso blockt den Schuss erstmal ab. Da passt er auf und kann klären. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Sie gehen mit einer deutlichen Führung in die Schlussphase, Buschi. Wie siehst du die Partie im Moment? Die Bayern gehen einem ungefährdeten Sieg entgegen, wenn hier nicht allzu viel passiert. Ja, was soll da noch passieren? Klasse Spiel der München. Da können Sie klären. Keine Gefahr mehr. Vorerst zumindest. Wird's jetzt gefährlich? Einwurf jetzt. Mario Rui. Gute Chance für eine Flanke. Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Und die Balleroberung, wichtig. Na, kommt. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Ja, aber hier brennt eh nichts mehr an. Suazerba. Ich muss echt nach vorne auch nichts mehr machen. Jetzt wird's gefährlich. Gnabry. Ich gebe das Kosmetik. Tolisso. Muss ich eh keine betreiben. Jetzt die Bayern im Angriff. Oh. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Naja, noch sind sie nicht hin raus. Das labert er vom Befreiungsschlag. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Sie verlieren den Ball. Und damit ist das Spiel vorbei. Wie hast du Lewandowski heute gesehen in diesem Spiel? Er macht hier den Dreierpack, führt damit seine Kollegen zum Sieg. Was will man mehr? Der ist in Topform. Serge Gnabry. Goretzka. Robert Lewandowski! Die Bayern mit dem Tor. Ja, das war doch mal dann doch noch ein sicherer Erfolg. Ganz klare Kiste hinterher. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Ja, der Start ist gelungen. Wie zufrieden sind Sie? Ja. Das war natürlich ein super Spiel von Leon. Ja, Dreier sind heute schon, passieren heute schon nicht mehr so oft. Aber Lewandowski ist halt ein echtes Vorbild. Danke für diese kurze Wenn Aussage. Wenn der 5 Jahre jünger wäre. Huiuiui. Was?
Okay. Nein. Ablehnen? Danke. Also ob ich mein Tor verkaufe. Was ist denn los mit euch? So hier Willems, ey. Der einzige hier Flügelnachwuchs. Abwehr. Jo. Oh Gott. V. F. V. Alles klar. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da. Würde ich mich drüber freuen. Dann verpasst ihr auch nichts mehr in Zukunft. Dann auch, wenn ihr abonniert, die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr für jedes neue Video benachrichtigt. Und ja, mir bleibt nichts weiteres zu sagen als, ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ciao und haut's da rein.